Ich spiele sehr gerne Minecraft und Sims 4. Ich spiele Assassin's Creed, weil es mir Spaß macht. Wenn man in der Schule was mit Computern macht, muss man ja meistens irgendwie irgendwelche Aufgaben lösen oder so, aber Spiele spielt man ja nie, das wäre ja mal was anderes. Die große Frage ist, wie kann man Spiele sinnvoll im Unterricht einsetzen? Manchmal geht es in Spielen auch einfach darum, um erstmal eine Faszination für ein Thema auszulösen. Dazu haben wir einen Workshop gestaltet, bei dem wir sowohl Spielentwickler, Lehrer wie auch Schüler eingeladen haben, die gemeinsam diese Frage diskutieren und entwickeln wollen. Zunächst einmal haben die Spielentwickler eigene Spiele vorgestellt, die sie bereits entwickelt haben und auch ja, quasi überlegt, wie diese gut im Unterricht eingesetzt werden können. Manches davon waren Lernspiele, die direkt schon auch im Einsatz sind. Unser Projekt Prosodia ist ein Lernspiel vor allem für Kinder mit Lese- und oder Rechtschreibschwäche der 2. bis 5. Schulstufe. Und dort wird versucht, Schriftspracherwerb zu lehren, indem orthografische Kompetenzen ausgebildet werden. Da geht es darum, Literaturklassiker aus dem Deutschunterricht eben die wichtigsten Figuren und Handlungskonstellationen aufzuzeigen in Form von einem interaktiven Comic. Das heißt, man hat 32 Seiten, um eben den Schülern einen Lektüre-Einstieg zu geben. Danach wurden gemeinsam in den Gruppen Kriterien entwickelt, eine Mindmap aufgestellt, so was so die wichtigen Punkte sind, zum einen auch so aus infrastruktureller Sicht der Schulen, aber auch vor allem auch aus spielmechanischer Sicht, wie muss ein Spiel gestaltet, aufgebaut sein, damit es in den Schulunterricht reinpasst, damit man es gut einsetzen kann. Es ist wichtig, eine gesunde Balance zu wahren und auch Spiele zu nutzen oder sich auf Spiele zu beschränken, die dann auch hochwertige Inhalte haben, also die auch dem pädagogischen Aspekt genügen oder die dem Lernen förderlich sind. Wenn ich jetzt das nur auf einem Blatt habe und damit nichts anfangen kann, dann muss ich es einfach nur lesen und lesen, dann lerne ich es ja nicht auswendig. Aber wenn ich damit irgendwie was spielen kann oder was machen kann, dann prägt sich das halt auch besser im Kopf ein. Ich denke, dass man Spiele eigentlich gut in der Schule einsetzen kann. Das Lernen soll ja Spaß machen und nur mit Spaß kann man auch gut lernen. Es ist allerdings für Lehrer natürlich schwierig, denn es muss zum Lehrplan passen. Die größte Schwierigkeit für Lehrer sind halt auch oft die äußeren Umstände. Viele haben irgendwie nur ein gewisses Budget für die ganze Stufe irgendwie zur Verfügung. Oder auch wenn sie Online-Games spielen wollen, gibt es irgendwie nur sehr langsame Internetverbindungen. Das wurde uns direkt am Anfang signalisiert, als wir eben auf der Suche nach Partnerschulen waren für unsere Studie, dass quasi kein Mehraufwand entstehen darf für Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, sie dürfen sich nicht mit der Technik rumschlagen. Das heißt, das Tablet muss von uns mitkommen, die Installation muss von uns mitkommen, die Kommunikation der Eltern muss von uns ausgehen und die App muss auch von uns gewartet werden. Ja, allein um ein Programm zu installieren, ist es ein sehr großer technischer Aufwand, das auf allen Computern zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube allgemein auch, dass die Technik in den Schulen, in den deutschen Schulen leider nicht da ist, wo sie hätte sein sollen im Jahr 2018. Was natürlich wichtig ist, dass man es tatsächlich auch mit Kindern ausprobiert. Ja, und haben jetzt nicht nur meine eigenen Kinder herhalten müssen, sondern auch andere. Und man muss eben sehen, ob die Kinder damit auch Spaß haben. Und daran muss man dann die Stellschrauben eben orientieren. Für uns war es auch relativ wichtig, dass die Wiederspielbarkeit und dass die Motivation der Kinder relativ hoch ist. Deshalb haben wir viel Wert auf die Grafiken gelegt, auf die Bilder, die wir in Zusammenhang mit den Wörtern präsentieren. Auf die Gamification-Elemente wie Punkte oder die Sound-Elemente, die verarbeitet sind. Mir sind immer extrem wichtig, wirklich diese typischen bedeutsamen Entscheidungen treffen zu können in Spielen. Das heißt, dass meine Entscheidungen tatsächlich auch Konsequenzen haben und ich damit den Spielfluss beeinflussen kann und dadurch dann auch ich eine Verbindung zu diesem Spiel auch aufbaue. Im dritten Part des Workshops haben die Gruppen eigene Spielideen entwickelt, also anhand der Kriterien, die sie ausgearbeitet haben, einfach kleine Konzepte, wie Spiele aussehen können. Wir nehmen als großes Thema Globalisierung, beziehungsweise es geht darum, dass man ein Handy herstellen soll und das möglichst fair. Deswegen haben wir gesagt, als Fächer kommen Ethik, Religion, Erdkunde, Technik, NBT, wenn es halt darum geht, was kommt in so ein Handy rein. Und mit der Globalisierung, das ist auch in Englisch dann ein Thema. Wir richten uns ganz klar an die Zielgruppe 10 bis 13 und dort natürlich im Bereich Gymnasium, Real und Hauptschule. In einer Welt, in der Superhelden Flamingos farmen, um Federboas zu verkaufen. So konnten die Spielentwickler quasi Eindrücke von den Lehrern, aber auch von den Schülern mitnehmen.
Die Schüler haben gesehen, wie komplex auch dieser Entwicklungsprozess von Spielen ist. Und auch die Lehrer haben viele neue Spiele kennengelernt und auch Ideen mitgenommen, wie sie Spiele im Unterricht einsetzen können. Es gibt natürlich dann auch technische Hilfsmittel, die sowas machen, wie jetzt auch gerade im Bereich VR, wo einfach sogar schon direkt diese interaktive Erfahrung wieder so neu ist, dass es auch dadurch auch allein schon wieder Wissen vermittelt. Ja, das denke ich, sind dann wirklich tolle Sachen, wo ich auch durch dieses Spiel, dadurch, dass ich in eine andere Gefühlswelt auch eintauche, das ganz anders erlebe. Also für Chemie, da macht man ja viele Experimente. Da könnte es ja vielleicht so ein Spiel geben, wo man irgendwie irgendwelche Experimente machen müsste oder irgendwie, wo man so Chemikalien zusammenmixt und dann guckt, was rauskommt oder sowas. Weil im Echt kann man das ja nicht einfach machen, irgendwelche Chemikalien zusammenmixen. Aber im Spiel könnte man das machen.